Ja, vielleicht seid ihr ein bisschen erstaunt. Ich habe eine Taylor in der Hand. Es kommt nicht allzu oft vor, dass ich euch Taylor-Gitarren vorstelle. Ich glaube, Taylor braucht man auch gar nicht mehr vorzustellen. Das ist eine der renommiertesten Marken, die es auf dem akustischen Gitarrenmarkt gibt. Dies ist eine Gitarre für Liebhaber von Schnäppchen. Denn sie ist nicht ganz neu. Wir verkaufen sie im Kundenauftrag und man kann rund 1200 Euro sparen gegenüber dem Neupreis, so wie er bei vielen Händlern angeboten wird. Denn der Neupreis für diese Gitarre liegt im Handel so um die 5000 Euro. Und ich kann es gleich sagen, wir verkaufen diese Gitarre ohne Gebrauchsspuren für 3800. Und die Modellbezeichnung für diese Gitarre ist K24CE. K, sicherlich für Koa, denn die Gitarre ist vollständig aus Koa-Holz gebaut. Koa, das ist dieses Holz aus Hawaii, das eine sehr, sehr schöne Maserung hat und meistens sehr schön geriegelt ist. Also wir sehen hier auch die Decke aus Koa. Dann dazu noch so ein leichtes Sunburst, so eine Sunburst-Lackierung, also äußerst geschmackvoll gemacht. Koa hat ein anderes Klangverhalten gegenüber der Fichte. Vielleicht ist die Gitarre nicht ganz so laut, aber dafür hat sie ein sehr, sehr schönes, langes Sustain und ist sehr, sehr ausgeglichen. Das Koa, hier sieht man es ja, wie das so aussieht. Natürlich alles massiv. Die Zargen, das ist in der Kamera wegen der Spiegelung des Kameralichtes immer ein bisschen schwierig zu sehen. Und der Boden auch. Das ist ein dreiteiliger Boden in diesem Fall. Auch sehr schön gemasert. Wir haben Holzbinding und Holzeinlagen. Das Ganze ist sehr biomäßig vielleicht. Auch im Hals haben wir eine ganz große Einlage, die übers ganze Griffbrett geht. Und das ist so ein florales System, so eine Blumenranke, die sich übers ganze Griffbrett zieht. An den Seiten natürlich die Dots zur Orientierung. Der Hals ist aus Mahagoni gemacht. Dann haben wir das Blumenmotiv, was sich hier in der Kopfplatte wiederholt. Die Kopfplatte ansonsten aus Ebenholz. Und die Seitenlage optimal für Leute, die gerne ja, eine Gitarre spielen, die sich wie Butter spielt. Die Seitenlage ist wirklich niedrig. Trotzdem funktioniert alles sehr gut. Die Gitarre hat auch einen Pickup eingebaut, den ich jetzt hier nicht angeschlossen habe. Der sitzt auf der Rückseite, da wo der Hals, wo der Endklotz auch drunter ist. Wir haben hier den Ausgang und daneben direkt das Batteriefach. Steg aus Ebenholz sowie das Griffbrett. Die Regler sind übrigens hier vorne an der Zarge angebracht, auch eine ganz gute Stelle, und fallen gar nicht so auf. Das ist also nicht so ein Pickup, der hier wirklich massiv in der Zarge sitzt, sondern nur drei kleine Regler gibt es. Schöne Gitarre steht bei uns jetzt zum Antesten im Gitarbazar bereit. Und Taylor macht ja Werbung dafür, dass Gitarren eines Modells fast überall ziemlich identisch klingen. Und deswegen braucht man noch nicht mal unbedingt herzukommen, obwohl wir uns immer über Besuch von euch freuen. Man kann die Gitarre auch irgendwo anders antesten und sie wird nicht anders klingen als die Gitarre hier bei uns im Laden.
Taylor K24CE. Das war übrigens der Police Dog Blues, weil es immer wieder Anfragen gibt, was ich da so spiele. Das ist so ein bisschen was Improvisiertes. Das ist eine offene Gitarrenstimmung, eine D-Dur-Stimmung. Das ist der Police Dog Blues. Und wie ihr hört, kann man die Gitarre auch sehr gut schlagen. Also, ich habe hier... Hab hier ein Plektrum, wenn mir das nicht aus der Hand fällt. Da hört ihr, dass es sich auch für die Plektrum-Spielweise durchaus eignet. Man könnte sie auch nochmal nachstimmen. Aber es geht auch so. Taylor K24CE.